Nein. Ich vergesse es immer. Was ist denn mit dem zweiten los? Ich schieße die ganze Zeit drauf. Ich werde jetzt auch keine Weste holen, weil mir das einfach zu blöd ist. Ja. Irgendwie ist der zweite nicht zu killen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was mit denen kaputt ist? Ich halte zu 100% drauf. Zu 100% halte ich drauf. Ich erwische ihn am Kopf. Ich erwische ihn keine Ahnung wo. Kann das sein, dass der nicht getötet werden kann? Weil der noch eine wichtige. Dann werde ich einfach nur den verfolgen. Dann machen wir es so. Das meine ich mit jeder Scheißkante, die einen gleich zum Driften bringt. Dann machen wir es so. Den ersten töten wir. Den zweiten versuchen wir ein bisschen anzuschießen. Und sollten wir in diesem U-Bahn-Schacht sein, dann werde ich mich nur noch aufs Fahren konzentrieren und gucken, wo wir rauskommen. Was für Asshole, ja? Ich mache hier die besten Stunts in der City mit Autos, ja? Ich bin der Tony Hawk des Autofahrens. Ich weiß nicht, was sie haben. So, also. Den einen jetzt killen, den zweiten ab der U-Bahn-Station nur noch verfolgen. So machen wir das. Ich mach mir jetzt die komplette Stadt um. Das ist mir jetzt sowas von scheißegal. Da könnt ihr mir Drohbriefe schreiben. Ich hasse Motorräder. Motorräder sind das Schlimmste. Aber ich werde mal die Mission so angehen. Und ich werde jetzt auch vorsichtig fahren. Was willst du, Junge? Euer Ernst. Jetzt schnell aufs Motorrad drauf und hinterher. Aha. Verstehe. Ey, du bist ein Volltrottel, bist du. Wenn wir gleich die Mission. Jetzt nimm doch das verdammte Motorrad. Alter, ich könnte kotzen, ne? Ich könnte echt kotzen. Ah, umzwischen. Ach so. Wusste ich nicht. Na gut, jetzt müssen wir uns eher aufs Fahren konzentrieren. Also. Nein. Ach, der hat ge. So. Und jetzt halten wir uns einfach mal hier. Ja. Würden wir nicht so viel rumdriften. Ja, der Typ ist keine Ahnung.
Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guys are meant to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Diese mit Motorradmission und jetzt machen wir noch die andere. Aber der hatte wirklich mehr Leben. So. Ist da irgendwo ein Burgerladen? Gut, und danach gehen wir nach da oben. War da nicht noch irgendwas mit... So, das musste jetzt mal sein. Das gibt's doch nicht. Von jedem Spasten werde ich da irgendwie getroffen. Oh, ich hasse... Ich steig da gleich vom Motorrad ab. Das geht nicht. Oh, das kann schief gehen. Oder auch nicht. Das ist einfach nur herrlich. Diese Stumpfheit einfach. Puff, tot. Burgers, 40% meat. Joa, ich rufe jetzt erstmal meinen Autohersteller an und ne? Aber den einen habe ich doch schön mit der Bazooka getroffen. Also da könnt ihr mir nichts sagen, dass das... Ne? Das war doch gerechtfertigt. Das mache ich übrigens... Alter! Warte. Hört er diesen Klingelton? Okay, jetzt nicht mehr, aber... Auch einen neuen Klingelton habe ich. Und das ist nämlich das Intro, also eine abgespeckte Form von CSI Miami. Richtig geil. Ja, Burgers brauche ich eigentlich nicht mehr. Das hat sich jetzt, denke ich, mal erledigt. Jetzt machen wir noch die andere blöde Motorradmission, die aber leichter war. Also... leichter empfunden, also ich habe sie leichter empfunden als die andere Mission. Ja, ich weiß, ich sollte auf der Straße fahren, aber hey, auf der Straße fahren ist was für Idioten. So. I need your clothes, I need your time, everything's good. Wo ist denn nochmal dieses scheiß Motorrad? Zack, I'm back. Ja, ich weiß, das war cool, ne? Warte. Also ich habe noch nie gesehen, dass Leute weglaufen, wenn irgendein Motorradfahrer durch die Stadt fährt. Ist das ein anderes Modell? Voll wegge... Ehrlich jetzt.
Warum sind denn die Motorräder für diese Mission vorgeschrieben? Die geben mir extra eine Scheißkarre, damit ich versage. Och Mann, ich wollte die nehmen, die sah optisch besser aus. Weil die sieht aus wie so eine alte... Also mit der Farbe sieht das irgendwie... Ist einfach nicht meins. Rote Motorräder. Wenn da ein cooles Design drauf ist, dann ja. Dann ist das okay. Aber so einfach nur rot? Sieht aus wie so ein Spielzeugauto. Oh. Was? War ich nicht. Das war der da. Von wo kommen denn jetzt die Schreie? Ich sehe hier keine Frauen oder sonst was. So. Bisschen Geschwindigkeit abnehmen. Wir wollen ja, dass hier nichts passiert, ne? Und wir machen in dieser Mission das Gleiche. Vorsichtig fahren. Vorausschauend fahren. Nicht von jedem Auto sich umnieten lassen. Ich glaube, das war in dieser Mission nur einer, den ich verfolgen musste. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil ich diese Scheißmission verdrängt habe. Ja. Ja. Vorsichtig fahren. Dein Ernst jetzt. Aber er wartet auf mich. Er ist tolerant. Yes. Boom. I should have never read your fucking emails and stayed away. Nochmal. Das war... Also ich darf mich noch nicht auf das Schießen davor konzentrieren. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Und da ist jetzt auch die Frage. Kann man ihn vorher abschießen? Oder ist er auch... für eine bestimmte Länge an Strecke unbesiegbar, unverwundbar. Das wäre gut, wenn man das mal vorher sagt. Dann kann man wenigstens seinen Konzentrationspunkt ein bisschen, handeln. Möchte ich mal meinen. Wo ist überhaupt? Achso, da. Falsch. War irgendwie gerade anders, kann das sein? Egal. Meine neue Strecke, die andere habt ihr ja genug gesehen. Hallo? Siehst du nicht? Alter. So. Da sollten wir nicht so sehr... Gas geben. Das Ding bei den Motorrädern ist, warum ich die nicht fahren kann. Ich brauche was mit vernünftigen Handling. Wenn man einmal zu scharf lenkt bei hoher Geschwindigkeit, dann gerät er ins Schleudern und dann kann ich eigentlich auch solche Verfolgungsjagden oder auch Rennen. Vergessen. Hallo, ihr seht doch, dass ich hier... Ey, passt auf, ich habe eine Bazooka. Übertreibt es nicht. Ich habe kein Problem, euch alle wegzuspringen, wenn ihr mich hier nochmal vom Motorrad reißt. Ich bin sehr empfindlich. Ich bin froh, wenn ich diese zwei Missionen endgültig vorüber habe. Weil das sind die zwei schlimmsten Missionen. Schlimmsten Missionen. Ja, Stinky Scumbag, bla 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 bla. Er möchte, dass er hier lang fahren, das finde ich auch kacke.
Fuck you. Was hat er denn da? Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about that. I'll cut you in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down Ma's door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Yeah, thanks. Please, look after my family if I go inside. Leute, I am happy. I am happy about this. Möchte ich jetzt nicht sagen. So. Erstmal einsteigen hier. Was ist mit den... Du bist doch eben gerade schon hier lang gefahren. So. Ah, einen haben wir schon weggefrühstückt, jetzt sind nur noch zwei da und wir werden noch eine Mission hier machen, damit wir auch mal was Neues sehen. Vorher aber möchte ich gerne, wo ist der Waffenladen? Der ist gleich daneben. Erstmal in den Burger-Shot rein. Erstmal was essen. Dann schnell eine Schutzweste holen und dann, ja. Und damit es schneller geht. Was ist mit... Hey, Nicky. You've been a decent earner for me and I appreciate that. I'm throwing you a bone. What are you waiting for? Throw it. There's some fellow called Talbot. Talbot Daniels over in the Triangle. He's into me for about 10 G's and he says he might know something about Florian Kravitch. Florian? Your days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. Gut. Ja, wie auch immer. Ich möchte gerne... Thanks for choosing Burger. Alter. Ich möchte hier jetzt endlich mal hey, was kaufen. Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just name it. You want some women? I met this... He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Ja, ich möchte gerne noch einen Hamburger. Kriege ich jetzt einen oder? Hello? Are you ready to order? Achso, ich muss. Nein. 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 Nein, er hat sich festgebackt. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Na gut, dann müssen wir jetzt leider den Part beenden. Ja, laden tue ich jetzt. Oh nein, aber das mache ich jetzt offscreen. Falls ich das beenden muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Part werden wir dann uns um... Warte mal, das kann ich ja... Naja, im nächsten Part werden wir dann das mit... Roman machen. Endlich sind die Missionen... Motorradmissionen vorüber. Wahrscheinlich muss ich sie jetzt gleich nochmal machen. Ich fahre nie wieder mit einem Auto da rein und hole mir einen Burger. Oder ich parke nicht so dicht davor. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part von GTA 4. Bis dann, ciao.